Hallo liebe Moskitos und Gäste, schön, dass ihr uns auch auf unserer Reise nach Spanien begleitet. Xaver hat sich dieses Mal entschlossen mitzureisen und hat auch direkt die Routenplanung nach Sevilla übernommen. Er zeigt euch jetzt mal, wo wir langgereist sind. Hier seht ihr erstmal auf der Karte oben hier in der Ecke Deutschland und die Nachbarländer, an die Deutschland im Westen bzw. weiter unten Südwesten grenzt. Das sind einmal hier die Niederlande, dann kommt Belgien, Luxemburg, Frankreich und hier weiter unten, das seht ihr jetzt nicht mehr so gut, grenzt Deutschland an die Schweiz. Wir sind, wie auch schon letztes Mal, aus der Nähe von Mainz gestartet und hier ungefähr so circa 300 Kilometer weitergefahren nach Verdun in Frankreich und haben dort auf einem Campingplatz übernachtet. Tag ging es weiter aus Verdun nach Poitiers, etwa 600 Kilometer diesmal. Poitiers ist auch noch in Frankreich. Ich kann nicht gut Französisch, beziehungsweise nur so ein paar kleine Röckchen, deshalb weiß ich nicht, ob ich es so gut ausspreche, aber ihr seht ja hier auch, wie es geschrieben wird. Am nächsten Tag habe ich mich ziemlich übernommen, was das Fahren angeht. Wir sind ja etwa 1000 Kilometer gefahren, deshalb muss ich zwischendurch auch mal die Karte wechseln. Gestartet sind wir hier in Poitiers, wo wir ja übernachtet hatten und sind dann Richtung Süden gefahren, also nach Südfrankreich, an die spanische Grenze. Und hier muss ich jetzt gleich mal wechseln. So, hier sind wir wieder. Hier seht ihr, wo Südfrankreich an Nordspanien grenzt. Wir sind also über die Grenze gefahren nach Spanien und sind dann hier weitergefahren bis nach Salamanca. Das waren insgesamt etwa 1000 Kilometer, für die wir aber ungefähr 12 Stunden gebraucht haben. Wir sind so um 11 Uhr morgens losgefahren und um 11 Uhr abends angekommen, hatten uns am Ende noch verfahren, waren dann im Stockdunkeln auf so einem Kiesschotterweg unterwegs, irgendwo im Nirgendwo. Ich habe nichts mehr gesehen um uns rum, es war einfach nur so dunkel. Ich wusste nicht, ob da Wald ist oder Feld und bin einfach nur dem Navi gefolgt in der Hoffnung anzukommen. Es hat dann auch funktioniert. Aber es war Hugo total übel, er hat sich in sein Körbchen übergeben und für mich war es halt auch total anstrengend natürlich. Und so haben wir dann noch einen Zwischentag in Salamanca auf dem Campingplatz eingelegt, um uns etwas zu erholen. Thank you.
unserem letzten Reisetag sind wir noch mal etwa 450 Kilometer gefahren. Hier sieht man auf der Seite Salamanca nicht mehr, aber ein Stückchen oberhalb ist Salamanca und wir sind hier weitergefahren über die Autobahn bis nach Sevilla. Auf der Autobahn war es super, sowohl in Frankreich als auch in Spanien. In der Stadt Sevilla fand ich es allerdings sehr anstrengend, weil ich mich da nicht so gut auskannte und dann manchmal ein bisschen langsamer fahren musste, um zu schauen, wie irgendeine Straße heißt oder wie die Spur verläuft. Und dann waren die anderen Autofahrer sehr schnell ungeduldig und haben gehupt, was mich dann immer sehr nervös macht schnell. Auf jeden Fall habe ich dann das nächstbeste Parkhaus im Zentrum genommen. Und da steht mein Auto jetzt auch schon seit einem Monat und ich traue mich nicht mehr raus in die Stadt damit. Mal sehen. Aber das werde ich demnächst wahrscheinlich auch noch mal in Angriff nehmen. Zum Abschluss des Videos geht es nochmal um Knuschel. Vielleicht ist euch in diesem oder im letzten Video aufgefallen, dass Knuschel jetzt eine Latzhose hat. Die habe ich ihm in der Zeit, als ich zwischen Schweden und Spanien zu Hause war, genäht. Aus einem abgeschnittenen Stück einer Jeanshose von mir. Hier seht ihr ein paar Arbeitsschritte. Und ich denke, wenn ich nächstes Mal zu Hause bin, wird er noch ein paar mehr Kleidungsstücke bekommen. In diesem Video gibt es wieder ein Videoquiz. Hier seht ihr Knuschel mit seinem kleinen Koffer, den er sich gepackt hat. Die Moskitokinder haben dieses Köfferchen sicher in sehr guter Erinnerung. Ihr dürft nun raten, was hat Knuschel wohl in seinen kleinen Koffer gepackt? Hört mal gut her! Was könnte das wohl sein? Schreibt mir eure Lösungen an die E-Mail-Adresse team.short.unterwegs@gmail.com. Wer mir bis Mitte November die richtige Antwort schreibt, kann eine Postkarte aus Spanien gewinnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal!